Folge 39 von City Skylines. Wir hatten hier die Bergbauarbeiten letztes Mal begangen und wollten eigentlich zusehen, dass wir das hier hinkriegen mit dem Bahnanschluss, den U-Bahn-Anschluss. Ja, und das ist jetzt gestaltet sich gerade etwas schwierig. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das nochmal weiter favorisieren hier. Ich weiß aber noch nicht, wie genau. Und ja, wir machen mal hier größer, gehen da mal runter. Und machen hier so einen Bergeinschnitt jetzt erstmal. Und hoffen, dass dann vielleicht was besser wird. Aber ich glaube da noch nicht dran. Irgendwie funktioniert es halt schlecht gerade, ne? So. Was ist das für ein Symbol? Pinselstärke. Okay. Kenne ich gar nicht. Habe ich noch nie gesehen. Ist wohl neu reingepatcht oder was? Kleines Gestrüpp. Mittleres Gestrüpp. Okay. Machen wir hier den kleinen Pinsel gerade dahin, weil wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das ja doch einigermaßen gerade hinkriegen. Ne? Aber wir können erstmal einmal checken, ob es überhaupt schon funktioniert. Straßenbahn nicht, wir brauchten die U-Bahn und die sollte das sein. Und die soll hier dran. Und da steht noch Gefälle zu steil. Ich glaube, wir müssen noch ein Stück nach hinten vielleicht. Vielleicht geht's dann. Das bedeutet, wir brauchen noch ein Stück Straße erstmal. Ich glaube, das war die Straße, die Straße. So, und dann müssen wir vielleicht da vorne rechts das noch anpassen. Den kleinen haben wir. Ah, hier müssen wir vielleicht ein bisschen mehr machen. Da war schon zu viel, das muss also tiefer. Da höher. Aber wir können das erstmal nochmal probieren. Ah, ich habe schon gesehen, es war schon grün. Also da geht's jetzt. So, da haben wir unsere U-Bahn-Station dann irgendwann auch mal hingekriegt, nach, weiß ich, 3 Tagen oder sowas, fürchterlichen Wühlen im Berg. Und wenn wir jetzt sehen, dann wird das so sein, dass wir jetzt hier... Ah doch, der Tunnel geht da tatsächlich rein. Ja, und dann musst du halt gucken, wie du weiterkommst, ne? Sieht schon krass aus, ne? Ja. Gut, der Bahnanschluss, der braucht da erstmal noch Wasser. Okay, dann würde ich mal sagen, ist das von da aus nach da zu treiben. Zack, fertig. Haben wir natürlich jetzt nicht in warm gemacht, sondern nur normal, ne? Können wir ja mal gerade noch upgraden. So, haben wir's. Stromtechnisch fehlt da natürlich noch alles, aber wir müssen auch erstmal noch die Straße da anbinden, das gilt ja auch noch. Und da... Passt das mit der Straße nicht mehr, aber das ist Bringer, oder? Ja, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Stopp mal, ich muss auch das hier umstellen, ne? Dann geht er doch mit der Straße wahrscheinlich. Warte mal, dann müssen wir aber das letzte Stück nochmal abreißen. Und das nochmal mit dem Teil probieren. Bagger wieder raus und schauen, dass wir das so irgendwie dahin kriegen. Das macht schon wieder Spaß. Nach den Bauarbeiten, die wir jetzt hatten, haben wir jetzt das nächste Problem, dass wir die Straße da nicht hinkriegen. Ist Hammer, oder?
kriegen den jetzt nicht hier gerade rum. Das ist jetzt nicht wahr, oder? So, zack. Straße weg. Kann ich das verschieben? Ja, ich kann es verschieben, aber... Oh doch, es geht tatsächlich, so ein Stück darüber zu schieben. Dann sollte das jetzt mit der Straße auch kein Problem sein, oder? Ich hoffe nur, dass jetzt die Busverbindungen alle noch... Ja, sind wohl noch geblieben. Gut, wieder Straße. Und da dran. So, ich hoffe, das passt so. Gibt es Busse, die hier reinfahren? Ja, die fahren da mitten durch den Berg, aber das ist jetzt mal so ein Teil, was okay ist. So, dann haben wir jetzt hier neue Flächen zu bauen und da die da zu Fuß alle hinlaufen, würde ich jetzt sagen, machen wir hier mal Industrie hin, oder? Also Industrie ist gut, ne? Dingens hier. Sag schon, nicht Industrie, sondern Einkaufsgeschäfte. So ist es. So, da und da auch, weil hier ist Kommerz gefragt beim Busbahnhof. Die wollen ja alle eine Tageszeitung kaufen, bevor sie da kommen und lesen, ne? Gut, jetzt brauchen wir noch Wohngebiet, wie wir gerade da unten sehen, das auch schlecht ist. Hier hinten sind wir schon voll. Hier, was machen wir hier? Sollen wir hier Wohngebiet hinmachen noch? Vielleicht wäre hier auch noch ein bisschen Einkaufszentrum oder sowas schön. Also hier können wir bestimmt Wohngebiet hinmachen. Einfach aus dem Grunde, weil hier sowieso, sag schon, warum haben wir das so gemacht, dass das alles verbaut ist? Ist doch voll doof, oder? Wo sollen denn da die Autos herkommen, ha? Hier über die Straße oder was? Die wir hier schon gebaut haben. Geht das? Würde gehen, ne? So? Nein, machen wir nicht. Wir bauen erstmal hier eine Straße am Ufer lang. Nee, wir haben hier das Problem mit dem Hochwasser. Oder? Ach komm, machen wir doch hier lang. Okay, den mochte er irgendwie nicht. So. So rum. Hier gibt's ein Dingens. Ein Mast, der da mitten im Weg steht. Ja, da müssen wir eigentlich so machen, ne? Das ist die Frage, wie wir hier weiter vorgehen, dass wir da hinkommen. Also hier würde ich nochmal gerade die Verbindung herstellen wollen, denke ich mal, ne? So, machen wir's.
kann man auf jeden Fall da im Kreis fahren. Und hier müssen wir jetzt noch überlegen, wie wir rauskommen. Die haben hier gerade kein Wasser. So, kommt's und fertig. Obwohl wir hier ziemlich dicht dran sind. Das könnte schon wieder zum Problem werden, ne? Aber ist nicht so schlimm, kriegen wir schon in den Griff. So, jetzt nochmal Wasser gucken. Wasser ist da kalt und da warm. Aber dann können wir warm auch noch gerade umrüsten hier. Ist schon ausgewählt, ja. Dann freuen die sich doch alle hier, ne, oder? So, dann brauchen wir noch... Nee, Strom brauchen wir nicht, weil Strom kommt ja gleich von alleine. Die Strommasten da drin, die könnte man natürlich wegreißen, weil die man nicht mehr braucht, ne? Wenn da jetzt Bebauung hinkommt. Also hier würde ich jetzt mal niedrig anfangen, ne? Diese äußere Geschichte ist definitiv für luxuriöses Wohnen. Na doch, komm, lass den noch da. Hier auch. Warte mal, da, da. Dann machen wir überall flach hin. Dann machen wir überall flach hin. Machen wir hier auch oder machen wir dann Kiosk irgendwie sowas hin? Sowas hier. Machen wir einen Kiosk hin, ne? So ein bisschen. Aber auch nur ein ganz bisschen. Hier vielleicht nur ein und daneben. So, der Rest wird Wohngebiet. Ne, hier wollten wir hoch machen, ne? Weil Autostraße dahinter. Billiges Wohnen. Hier machen wir wieder flach. Da auch, da auch, da auch. So, hier müssen wir mal gucken, dass wir da noch eine Arztpraxis zum Beispiel hinkriegen und vielleicht eine Feuerwehr oder so, ne? Schauen wir erstmal nach der Arztpraxis. Also die deckt das schon mal sehr gut ab hier, wenn. Aber dann nur von hier, ne? Da ist auch noch nicht. Hier ist alles grün dann. Dann kommt die dahin. Gut. Und dann Brandschutz. Ja, muss dann auch dahin, ne? Ist auch die gleiche Reichweite ungefähr. Zack. Und Schule. Schule ist gleich auf beiden Seiten zu machen, oder wie sehe ich das? Boah, das, die hat ja gar keine Abdeckung in dem Sinne, ne? Ja, musst du so machen, oder was? Lass uns erst die kleinen Wege machen, das hat anders keinen Sinn. Da lang gehen und da lang gehen. Und ich würde noch von hier nach da gehen wollen. Und dann können wir hier natürlich noch einen Weg drunter hersetzen. Dann ist das auch noch passend. Kriegen wir hier noch irgendwo sowas hin? Da müssen wir mal näher ran, ne? Ein bisschen drehen und gucken, ob es hier irgendwo zwischen geht. Ne, dann geht das Haus weg, das wollen wir ja nicht. Geht es hier? Da geht auch das Haus weg, geht also auch nicht. Ob das was bringt, das wir jetzt da gebaut haben. So, jetzt ist auf jeden Fall der Weg da. Das Haus können wir ja nachbauen. Ja, da haben wir eine Verbindung. Da könnte man... Ne, da brauchen wir keine machen, weil das macht keinen Sinn da. Die können, die können, die können, die können. Hier ist eine Autobahn, bringt es also auch nicht. Wäre höchstens jetzt interessant, von der Straßenhälfte zu kommen, ne?
Mach mal den Weg dahin und gehen mal eine Etage höher. Machen wir diesen Weg hier. Na super, sieht das aus, oder? Noch ist da nichts, ne? Wir möchten aber auch einfach nur hier runter gehen, dann geht's auch, ne, oder? So geht's doch. Ist doch schick geworden dann. Dann können die von da auch nach da laufen. Die gehen ja alle so gerne zu Fuß, oder wie war das? So, dann noch Bebauung. Da machen wir noch Ruhebebauung, weil den Lärm von dieser Straße ein bisschen durch Gebäude abhalten, ne? Obwohl, ich weiß nicht, ob das im Spiel implementiert ist, aber ich würde es so anerkennen. Und da haben wir schon einen riesen Stau hier, der läuft, ne? Wow. Durch diese Kreuzung, die wir jetzt neu gebaut haben. Krass. Ja, basteln wir noch ein paar Häuser, obwohl wir gerade genug haben, ne? Da unten ist ja alles im grünen Bereich, also grün ist gut, ne? Ja, da machen wir noch ein bisschen, ne, Geschäfte hin hier am Anfang. Wenn die dann ins Wohngebiet fahren, dann können die da gleich einkaufen. Haben wir es da erst, ne, oder? Die Balken sind alle passend. Wir könnten noch ein bisschen hier technisch ausbauen in dieser Richtung. Das war hier noch zum Beispiel... sag schon, ein paar Gebäude hinbauen zum Arbeiten. Machen wir da auch noch, ne? Da gibt es einen Zeitungskiosk. Und dann passt das schon. Und da kommt das erste Haus dann wieder hin. Dann ist doch alles im grünen Bereich, oder? Der grüne Bereich. So, den Rest, den würde ich jetzt mal nicht unbedingt zubauen wollen. Weil vielleicht muss da noch ein Friedhof oder sowas hin oder ein Park. Und mein Friedhof wird wahrscheinlich gar nicht passen, ne? Ne, der ist schon riesengroß. Ein Kinderkrankenhaus. Oh, was? So ein Kinderkrankenhaus ist so klein. Krass, oder? Ja, komm, machen wir mal eins hin, oder? Schadet ja nichts. Und das Altersheim, das kann ja auch hier irgendwo dann hin, oder? Den nennen wir das natürlich hier mal so schick hinmachen sollen, aber hätten die nachher Wasser in der Hose, in der Stube gehabt oder so, ne? Geht das hier hin? Oh, da wäre es hingegangen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob wir das da so hinpassen, basteln sollen. Das... nicht so schön, ne? Hier im Industriegebiet muss das nicht hin. Am Wasser wäre schon schön gewesen für die, ne? Oder? Kriegen wir es denn jetzt hier irgendwo noch hin, dass das schick ist? Ne. Jetzt ist schon zugebohrt, da muss schon was abgerissen werden dann. Dann nicht. Da will ich es auch nicht hinsetzen für die Leute. Müssen wir mal gucken, wo wir die wohnen lassen. Vielleicht können wir hier noch was machen. Zack, Straße. Machen wir so. Und dann so. Zack, dann freuen die sich doch, wenn die da wohnen dürfen, oder? Mit Blick aufs Wasser. Sehr schön. Pumpstation ist jetzt nicht so der Bringer, aber ich glaube, das reicht schon noch.
Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer ich das nächste Video hochlade und gerne Kommentare schreiben, genauso gerne wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.